Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mathematik 2. Wir wollen heute irgendwas machen. Was habe ich mir überlegt? Ich habe mir überlegt, genau, wir haben beim letzten Mal herausgekriegt, was wir grob grundsätzlich zu machen haben. Und ich dachte, das machen wir noch nicht. Vorher machen wir noch mal ein bisschen Gegend erkunden. Ein bisschen Oberwelt erkunden. Ich würde noch ganz gern ein bisschen wissen, was hier los ist. Und dann würde ich sagen, in Vorbereitung auf die Quests, die wir da anstehen haben. Also heute würde ich sagen, noch mal ein bisschen Oberwelt erkunden. Und da fangen wir hier gleich mal an. Hier waren wir noch nicht überall. Desert of Desolation, okay. Haben wir eigentlich, ja. Okay. Sind wir, ja, und haben wir was vergessen? Das war wieder übliche Rasenmähermethode. Und nachdem ich einmal alles abgerasenmäht habe, gucken wir dann. Das genug? War genug. Wo wir eventuell langkommen, wenn wir Wege benutzen, wie hier. Das scheint ja grundsätzlich. Okay. Bessere Idee zu sein. Als einfach nur es abzulaufen, weil die Richtung ja offensichtlich relevant ist. Wie wir schon so oft gelernt haben. Das müsste jetzt. Jo. Hier ist erstaunlich wenig. Okay. Hier ist endlich mal was. Royal Horsemen. Okay, die dürften allerdings kein Problem sein. Sage ich einfach mal so. Nee. Okay, sind kein Problem. Helm plus 5, du hast einen Helm plus 10, du hast einen Helm plus 10, du hast keinen Helm, du hast keinen Helm, du hast einen Helm plus 5, du hast keinen Helm, du hast keinen Helm, du hast keinen Helm, okay. Also Helme brauchen wir nicht wirklich. Okay. Ja, okay, sie machen erheblichen Schaden, eigentlich, aber Blazing Axe, okay, kommen wir in den interessanteren Bereich. Blazing, ich nehme mal an, Fire Resistance, ich gucke mal nach. Ja, ist eine Einhandwaffe, plus 9, du hast eine Battle Axe plus 12. Ist technisch gesehen besser. Die Battle Axe, also Killer Cadaver Enchantress, Ghosts muss er nicht sein. Gut, wo sind wir jetzt? Okay. Okay.
Wir haben doch Moonray, damit teilen wir uns auch gleich noch ein bisschen. So geht es ein bisschen schneller. Ein bisschen Magieunterstützung. A tree hangs full with ripe fruit. Pick and eat. Yes. Okay. Warum das bei diesen temporären Sachen, ich vermute mal, dass, ja, das ist temporär, bei diesen temporären Sachen sofort angezeigt wird, im Gegensatz zu den permanenten, wo man einen Kampf machen muss oder rasten muss, sich mir programmiertechnisch nicht erschlossen, aber das ist ziemlich praktisch. Das schreibe ich mir mal auf. Wo zur Hölle sind wir hier überhaupt? Die 1, oder? Nee, die 2 müssten wir sein. Okay, Speed 200, das könnte hilfreich sein. Jetzt sind wir nämlich alle vor denen dran hier. Silver Wingmail, was hast du? Du hast eine Silver Wingmail, was hast du? Du hast eine Silver Wingmail plus 4. Trade Item 7E. Remove 6. Equip C. Okay. So, ich meine, hier können wir ja vielleicht dem Weg folgen. Das ist vielleicht. Ja, das ist eher so gedacht. Neues, die gleichen Leute. Okay. Okay, Lucky Knife plus 8. Das ist ein Looter Knife. Plus 8 ist in jedem Fall besser. Trade Item mit Sinn. E. Move 2. Equip D. Fuck you, Game. Okay. Okay. Fehlt es hier der Weg doch nicht so relevant? Hier sind einfach nur. Okay, nur das war ja bisher ganz gut. Was machen wir jetzt? Yes. Okay, Tiamat hat was be. Oh, Tiamat ist down, natürlich. Okay. Na gut, das machen wir noch hier. Yes. Mal 200. Okay, den schlechten schreibe ich mir nicht auf, dann. Oder?
Dann schreibe ich mir besser auch auf. Warte, der war hier irgendwo, ne? Yes. Nö, nö. Oh, das ist unser. Oh, das ist. Aha, jetzt kommen wir ja nicht raus bei unserem Mountaineer. Oh, das ist ja. Das ist ja lustig. Okay. Okay. Yes. Okay, na gut, haben wir das erledigt. Haben wir das erledigt. Okay, haben wir einen weiteren Quadranten abgearbeitet, also einen Sektor abgearbeitet. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir, D1 haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Also die Typen. Schild plus 7. Okay, du hast ein Kultschild plus 5. Du hast auch ein Kultschild plus 5. Item 2e. Eins equip E. Funktioniert. Du kannst sogar mal was equippen. Das ist sehr schön. Dann Kultschild plus 6. Silver Shield plus 2. Ich meine, du brauchst eigentlich keine Rüstungsklasse andererseits. Ja. Ich bin immer noch der Meinung, Energy Resistance ist von Bedeutung. Oh, sogar noch mal kurz. Okay. So, das haben wir auch. Also wir haben, dann müsste das D1 sein, dann haben wir D2. Ne. Wie ist das mit D3? Large Chunks of Bark. Haben wir das schon mal gemacht? Machen wir es jetzt. SP 200. Okay. Spell Level 9 und SP 200. Auch für Leute, die keine Zauber haben. Interessant. Spell Level 9. SP 200. Okay, jetzt sind wir also, ja, na gut, dann erkunden wir das hier noch, dann wissen wir hier auch, was los ist. Kann man euch eigentlich irgendwie, auch nicht, ne, okay, na gut. Ja, zum Glück habt ihr nicht allzu viele Hitpoints. Und gebt eine ganze Menge. Okay, da haben wir wieder Wüste. Na gut, da erstmal wieder Rasenmäher und. Okay.
Okay. Offensichtlich eher niedriglevelige Monster. Planet Armor, Silent Horn. Silent Horn, ein Horn, das einfach nur nicht funktioniert. Okay. Wakizashi Crossbow. Was? Halt. Yellow Message. Okay, die Messages. Stimmt, die haben wir auch noch vor der Nase. Yellow Message. Also wir haben hier nicht eine Reihenfolge aufgeschrieben, das war gut. Eins, zwei, okay, die fehlt uns. Okay, dann schreibe ich mir die kurz auf. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich sie aufgeschrieben habe. Okay, ist notiert. Weiter Rasenmäher und okay. Rift Hole, what? What? Okay. Hier waren wir schon mal. Ist das okay? Nö. Okay, jetzt sind wir aber nicht mehr da, wo wir eben waren. Okay, ja, danke. Gott, wo zur Hölle sind wir jetzt? Die. Okay, hier waren wir. Okay, hier sind also offensichtlich hilft da vielleicht. Hole, vielleicht hilft da Levitate. Das war ja, ich weiß gar nicht, in irgendwelchen Bard's Tales fing es das an, war das Quicksand und irgendwas, ich glaube irgendwas Quicksand-ähnliches, was einfach Leute gekillt hat, wenn man nicht Levitate hatte. Ich glaube es war Bard's Tale, Might Magic, mein Gott, Might Magic 3, was damit angefangen hat, weiß ich gar nicht mehr. Okay. Okay, zum Glück können ja inzwischen auch unsere Archer vernünftige Zauber. Du müsstest auch Moonway können. Nicht besonders gut, aber immerhin.
Come on. Incinerate, ja, irgendwas war da mit denen. Die waren 133.000, ja. Flaming Sword. Da stand irgendwas. Ah, Riftoil, okay. Levitation, Safety, okay. Crusader, Endless Nights. Okay, run. Nope. Attack. Keine Spellpoints mehr, wir sollten mal definitiv rasten. Autsch, ja, ja, das. Aua, 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 aua. Okay, tut alles ein bisschen weh. Okay, da rasten wir mal. Okay, den Kram. Also die scheinen irgendwie fest zu sein, weil, ne, geskriptet zu sein, weil das ist ja so unterlevelig hier. Das geht ja auf keine Kuhhaut. Dann sind wir einmal rüber. Okay. Machen Fortschritte. Achso, wir müssen. Die, 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 die. Okay. Dwarven Elder. Ich meine, gemacht haben sie noch nichts, aber sie haben offensichtlich eine Menge Hitpoints. Okay, und machen eine Menge Schaden, gut, verstehe. Also. Bullwhip. Okay. No. Ein zu weit. Okay, Yellow Message 3 haben wir auch noch nicht. Okay, schreibe ich mir wieder auf und wir sehen uns gleich. Okay, ist auch notiert. Halt. Yellow Message Nummer 9, hilft nichts, müssen wir auch aufschreiben. Haben wir dann alle? Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne, dann fehlt noch. Also wir haben jetzt 9, 1, 2, 3, 4 fehlt da noch. Okay, aber wir kommen der Sache näher. Okay, also wieder, bis gleich. Okay, auch notiert. Gucken, ob wir da Nummer 4 auch noch finden.
Okay. Please die. Okay. Und das Ganze bringt uns eine Pike. Brainless One. Starburst is all, ne? Ich glaube. Ja, sieht so aus. Sehr gut. Sehr schön. Und dann können wir Chainmail plus 7. Kann auch weg. Okay, eine Message brauchen wir noch. Necromancer, Carnage Spirits. Okay. Die, 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 die. Das ist sehr schön. Dann können wir jetzt hier vielleicht noch die letzte Message finden. Jetzt müssten wir durch sein. Fuck it. Okay, also es fehlt noch eine verdammte Yellow Message. Waren wir hier schon? Oh Gott, hier waren wir auch noch nicht. Wo sind wir hier überhaupt? Na gut. Okay. Wollen wir mal gucken, was wir hier noch finden und dann. Wollen wir es aber nicht übertreiben mit dem hier rumsuchen? Moment. Okay. Okay, Rast. Die haben wir schon. Okay, fuck, hier waren wir schon. Ja. Outcast lepers sit around large tables playing various games. A sign reads Leprechaun. Leprechaun. Outcast lepers. Okay. Disrupt? Nö. Die Rollenspielrunde, die wollen wir. Die wollen wir nicht, Horn Fiends. Okay.
Die wollen wir nicht stören. Okay, könnten wir Living Dead mal... Okay. Hallo? Herr Liebermann. Oh, hier ist der Sumpf. Deswegen waren wir hier noch nicht. Oh Gott, hier waren wir auch noch gar nicht. Was zur Hölle? Ist das... Moment, das müsste... Ah, da am Quagmire of Doom. Ja, stimmt, da waren wir noch gar nicht. In dem ganzen Sumpf. Weil Sumpf bei Might Magic habe ich in Erinnerung immer unangenehm war. Okay, na gut, dann gehen wir noch hier das Nicht-Sumpfgebiet ab. Und... würde sagen... Sumpf machen wir dann beim nächsten Mal. Okay, schön um den Sumpf herum. Immer um den Sumpf herum. Kannst du hüsten und... Oh, hier waren wir schon mal. Nö. Okay, dann machen wir das noch. Sludge Beasts. Okay. Ja, also da haben wir definitiv noch einige Sektoren zu erkunden. Und wir brauchen noch eine Yellow Message. Und dann können wir... Ich meine, der Vorteil ist, wenn wir einfach erstmal alles erkundet haben, dann weiß ich, wo alles ist. Weil es gibt ja auch noch einige Lokalitäten, von denen wir gehört haben, wo wir hin sollen können müssen. Und von denen wir noch nicht wissen, wo sie sind. Und deswegen würde ich sagen, sollten wir das vielleicht... Halt! Yellow Message 4. Okay. Sollten wir das halt auch noch machen. Ja, okay. Yellow Message 4. Machen wir gleich. Ja, haben wir noch ein paar Felder, die wir vorher abgehen. Farm of 4. Okay, hier ist jetzt noch eine ganze Menge. Farm of 4. Ich würde sagen, das machen wir auch beim nächsten Mal. Da will ich vorher speichern. Nee. Ja, Yellow Message. So, jetzt müssten wir das ja haben. Dann gehen wir jetzt zur Message. Okay, die werde ich mir jetzt noch aufschreiben. Dann werde ich ins Inn zurückgehen und abspeichern. Oder würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter mit der Farm of 4. Und dem Quagmire of Doom. Oder eventuell irgendwas anderem hier aus diesem Spiel. Aber auf jeden Fall mit mehr Mighty Magic 2. Also, bis dahin. Tschüss.